Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft Walls of Draenor. Heute zeige ich euch, wie ihr trotz Level 100 in die Mist of Pandaren Szenarien hineingelangt, damit ihr auch die restlichen Erfolge und das Szenarien Mist of Pandaria erfolgreich abschließen könnt. Und ja, wir befinden uns hier im Tal der ewigen Blüten, etwa bei 8034, einfach in der Nähe des Mogushan-Palasts, denn dort oberhalb des normalen Instanzeneingangs, welches sich hier unten befindet, gibt es eine kleine Anhöhe, die man vielleicht noch vom Archäologieberuf kennt. Also ich kannte sie jedenfalls nur von diesem Beruf da. Und ja, hier gibt es drei neue NPCs. Besser gesagt gab es sie irgendwie neu mit 6.0.2. Ich habe sie jedenfalls auch erst jetzt irgendwie gefunden. Und da ich einfach hier dieses Museum erweitert habe, also hier neue Sachen gesammelt habe, und dann sind mir diese drei aufgefallen. Und dann kann man diese zum Beispiel ansprechen, also hier dieser erste hier ist für die normalen Szenarien, dann dieser hier ist für die heroischen und dann der dritte, bei dem kann man sich für die 90er Schlachtzugsbrowser Instanzen anmelden, da kann man auch allein hineingehen. Und ja, hier kann man einfach eben draufklicken, der eben mit dem normalen Szenarien, da kann man hier viele verschiedene Dinge auswählen und jedes steht halt für ein Szenario. Zum Beispiel kann man jetzt hier sich anmelden für Grünstein, dann ist man hier angemeldet und zwar alleine jedenfalls, wenn man nicht gerade in einer Gruppe drin ist, da kann man hier annehmen und dann geht man hinein und dann kann man halt diese Instanz oder dieses Szenario alleine absolvieren. Da müsst ihr jedenfalls nicht mit einem 90er Twink hineingehen und irgendwie die ganze Zeit hoffen, man könnte den Erfolg irgendwie bekommen, sondern kann man halt mit seinem 100er Main hineingehen und halt diese Dinge hier erfolgreich absolvieren. Ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr wusstet dieses Feature auch noch nicht. Und ja, das war's eben, wie gesagt, und wünsche noch viel Erfolg.